Bündnis 90 Die Grünen, Frau Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nein, man kann nicht den Eindruck haben, es geht hier heute um den Familiennachzug. Leider. Seien Sie ehrlich, die Frage, ob Integration gelingt, die diskutieren wir heute gar nicht. Leider. Und auch nicht die Frage, ob Ehepaare, ob Familien, ob Kinder zu ihren Familien wieder zusammenkommen, diskutieren wir heute auch nicht. Leider. Das Ganze ist zu einer Symboldebatte geworden, zu einer Symboldebatte, wie gehen wir eigentlich heute in Deutschland mit Flucht und Integration um. Und ich sage Ihnen, dieser Umgang mit Flucht und Integration hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir in unserer Demokratie, was wir in unserem Land erreicht haben an Offenheit, an Freiheit und an Verlassen auf Grundrechte und den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Und genau darum geht es doch. Genau darum geht es doch. Sie haben den Familiennachzug ausgesetzt, Herr de Maizière. Und Frau Högel hat gesagt, es sei ein Menschenrecht. Man müsse ins Grundgesetz schauen. Das haben Sie wörtlich gesagt. Jetzt setzen Sie ihn aber noch nicht mal mehr aus, sondern Sie schaffen ihn ab. Das ist das, was in dem Gesetz steht, was wir heute haben. Und das ist der kategoriale Unterschied. Aus Menschenrecht wird Gnadenrecht, meine Damen und Herren. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was unser Land ausmacht. Und deswegen sage ich Ihnen, ich habe nur noch das Gefühl, dass die drei potenziellen Koalitionsparteien hier Getriebene sind. Die einen lassen sich von gigantischen Zahlen treiben. Frau Aigner von der CSU hat von mehreren 7 Millionen gesprochen, andere von 100.000. Ich verlasse mich da lieber mal auf das, was das Auswärtige Amt gesagt hat. Das Auswärtige Amt hat gesagt, 120.000, das können wir überhaupt nur bewältigen im Jahr. Selbst das wäre planbar, und es wären nicht die peinlichen und überhaupt nicht untersetzten 12.000 Menschen, von denen Sie hier reden. Wenigstens so viel Realismus, wenigstens so viel Menschlichkeit könnte man doch von Ihnen erwarten, meine Damen und Herren. Es geht offensichtlich um Angst, und es geht offensichtlich auch der SPD nicht mehr darum, etwas zu lösen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich eigentlich schon wieder hinter die Fichte führen lassen. Im Jahr 2016 war es doch schon mal so. Und Sie haben ja immer lamentiert, dass Herr de Maizière und dass die CDU/CSU Ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat. Damals hieß es nämlich, die subsidiär Geschützten, das seien doch keine Syrer, das seien doch überhaupt nur ganz wenige. Und hinterher hat sich herausgestellt, doch, es waren eben gerade die syrischen Geflüchteten, es waren eben gerade diejenigen, von denen man nicht davon ausgehen kann, dass sie mal eben schnell zurückkehren nach Damaskus. Und wer irgendwie die Nachrichtenlage sich mal anschaut, weiß das auch. Um diese Menschen geht es. Nein, die können nicht bald zurückkehren. Und die Frauen und Kinder sitzen in Libyen. Wie lange muss es eigentlich dauern? Wie lange muss man eigentlich in Haft sein in Libyen? Wie lange muss man sich versklaven lassen? Wie lange muss man nicht für seine Kinder sorgen können, dass es ein Härtefall ist? Und was ist dann, wenn es mehr als 1.000 im Monat sind? Wie lange muss ich denn bleiben in Libyen? Wie lange muss ich denn bleiben in so einem Knast, den der Bundesaußenminister als Lager bezeichnet hat, meine Damen und Herren? Wenn ich mir diese Debatte anschaue, dann kann ich nur sagen, was Sie hier abschaffen, ist ein Menschenrecht. Und Ihre großen Beteuerungen, man würde ja mit dem 31.07. dann einen guten Kompromiss machen, dann sage ich Ihnen, Frau Högel, nee, das ist kein guter Kompromiss. Jeder, der am Sonntag, ich meine, es muss ja irgendwie eine Regierung gebildet werden, das wollen wir wahrscheinlich inzwischen alle schon alleine aus Erschöpfung mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes zusammen. Aber jeder, der am Sonntag abstimmt, muss ich schon auch diese Frage stellen. Muss ich schon auch die Frage stellen, wofür stimme ich eigentlich ab, wenn es um das Zusammenleben von Familien in unserem Land geht? Geht es eigentlich um zwei verschiedene Klassen von Familien? Geht es um unterschiedliche Familien? Oder ist Familie auch Familie? So, und man muss nicht Papst Franziskus heißen, um sich zu fragen, wo bleibt Ihr Mitgefühl? Mir würde es schon völlig reichen, Sie schauen ins Grundgesetz oder einfach zu fragen, was wäre denn, wenn es mein Kind wäre, wenn es mein Enkelkind wäre, wenn es meine Frau wäre, wenn es mein Mann wäre? Keine Landtagswahl in Bayern und auch kein Parteitag kann wichtiger sein als diese Frage. Sie ist eminent politisch, weil es um unser Grundgesetz geht, und sie ist menschlich. Und das ist keine Schande. Eine Schande wäre es, sich diese Frage nicht zu stellen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr.